Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute zeigen wir euch meine neue Töpferscheibe. Ja, und das ist sie. Wenn ich die irgendwo im Internet finde, dann verlinke ich sie euch. Wir haben die von BR-Spielwaren, aber den gibt es, glaube ich, nicht überall. Deswegen, also ich schaue einfach mal. Und das ist die Töpferscheibe. Das ist die Fußpedale. Das ist die Fußpedale. Wenn man hier mit dem Fuß drauf drückt, dann dreht sich das so. Wow, richtig schnell vor allem. So geht es langsam. Langsam. Ähnlich wie bei einer Nähmaschine, ne? So schnell und so schnell. Ja. Und Hanna hat ihren Umhang aus dem Heidepark um. Das ist zwar ein Regencape, aber das wird, glaube ich, eine ziemliche Matscherei. Ja. Hier unten habt ihr Platz für die Farbtöpfchen. Ja, es gibt das. Ja, das müssen wir dann hinterher einmal gucken, wenn wir das fertig haben. Es gibt rot, blau, grün, schwarz, gelb und durchsichtig. Ja. Und dann gibt es hier lauter Dinge, die man noch benutzen kann. Hier sind auch noch ein paar Messer und Schnitzinstrumente. Hier ist ein Höhenmesser. Ja, man muss das hier so hinten rausziehen. Geht's hoch und wenn es im Loch ist, es ist drin. Guck mal hier, wenn ich das hier so rauf, kann ich vorstellen, wie groß das ist. Jetzt nehmen wir erstmal alles raus. Genau, weil wir machen. Nee, die. Ja gut, nimm die doch lieber raus, weil ich glaube, wir fangen ja erstmal mit dem. Elli! Wir fangen ja erstmal mit dem Ton an, mit dem Formen. Und dafür braucht man das alles nicht. Kriegst du es wieder raus? Super. Wichtig ist, dass man ein bisschen Wasser parat hat, weil man feuchte Hände braucht. Aber auch nicht zu feucht, weil dann wird das auch nichts, ne? Nee. So, und jetzt beginnen wir. Genau, nimm ihn raus und stell ihn darauf. Und dann musst du ihn unten ein bisschen, ja, das bleibt nicht aus, unten ein bisschen festdrücken. Nee, unten. So? Nee, so runterziehen soll man das. Nicht zu nass. Genau. Okay, dann reib ich denke das lang. Rein. Und dann los. Halt den nicht zu doll fest, ne? Weil sonst kann sich die Scheibe nicht richtig drehen und nicht abstützen da drauf. Hast du noch mehr Wasser? Stopp! Aber du hast ihn schon glatter gekriegt. Siehst du das? Du darfst dich bloß nicht abstützen auf der Platte, weil so viel Kraft hat sie nicht. Und dann kannst du mal versuchen, mit dem Daumen ein Loch oben reinzukriegen. Ja, ja! Ein bisschen. Genau, du kannst ruhig mit den Fingern so rein. Das möchte ich wie eine Vase haben. Wie fühlt sich das an? Cool. Und das Gute ist, wenn ihr es versammelt habt, fangt ihr einfach wieder von vorne an. Aber die wird gerade flacher, Süße, das weißt du, ne? Siehst du das, dass sie wieder flacher ist? Das ist so cool. So, wir stellen ihn jetzt einfach ab und Hanna kann noch einen zweiten machen. Und den hier lassen wir trocknen. Den zweiten mit Muster! Nochmal Stopp. Und dann auf dem Boden. Das Schwierige ist nur, dass der trotzdem fest. Ich möchte ihm einen. Ich möchte, dass er ein bisschen. Er hat ein Loch von unten, ne? Ja. Sollte das so sein? Ja. Wo die Lava reinkommt. Ich möchte den Dings. Was für Dings? Form. Jetzt für den großen Klumpen? Ja.
Ein kleiner Vulkan. So sehen unsere Musterstücke aktuell aus. Wir haben eine Schale, eine Vase und ein, tja, das wissen wir noch nicht, ein Mini-Vulkan vielleicht. Und das muss jetzt ein paar Stunden trocknen und dann schauen wir weiter. Hannas Töpfchen waren jetzt 24 Stunden in der Küche, sind getrocknet und normal kann man die jetzt mit Schmirgelpapier ein bisschen anglätten, weil ihr seht ja, dass hier überall so Huppel sind. Ja, aber ich möchte das nicht. Nein, Hannah möchte nicht. Die kann, glaube ich, nicht mehr warten. Das ist das Problem. Und jetzt haben wir hier einen Becher mit Wasser, die zwei Pinsel und die Farben. Mhm. Die klare Farbe benutzt man ganz zum Schluss, um einen Glanz aufzubringen, wenn man möchte. Und ja, Hannah kann jetzt einfach hier draußen malen ein bisschen. Ich muss ein bisschen, ne? Den einmal anlassen, damit... Meinst du? Ja. Also, ein kleines Stückchen. Dir fehlt vielleicht noch ein bisschen Papier, ne, zum Abtropfen. Ja, rot fange ich. Warte, mit welchem willst du anfangen? Rot. Ne, mit dem großen. Dann stelle ich die anderen beiden nämlich erstmal. Mit dem kleinsten. Mit dem kleinsten? Gut, Hannah möchte mit dem kleinsten anfangen. Ja, aber das wird ein Vulkan. Und man könnte das jetzt rein theoretisch auch hier wieder raufstellen auf die Platte. Und dann Muster machen, indem man das dreht. Aber ich glaube, das ist dann für die etwas größeren, oder? Ich bin ja noch nicht so groß. Nee, aber das ist, ich fand das schon ziemlich cool, wie du das gemacht hast. Ich muss vorsichtig sein, weil ich hier unten ist. Dann mal viel Spaß jetzt. Guck mal, Mama. Wow. Bunter Vulkan. Richtig bunt. Ich habe ihn mit allen Farben. Gut geworden. Ihr beide kriegt den Vulkan. Ich will die Blumenvase. Ja, und Papa kriegt das Schälchen. Das Schälchen. Und den Vulkan und du auch den Vulkan. Ihr Lieben, Hannah ist fertig. Ja. Wir konnten die leider nicht lackieren, weil dieser Klarlack, der war total eingetrocknet. Und deswegen ging das nicht. Deswegen sieht das leider sehr stumpf aus. Die Farbe war auch zu wenig für drei Gefäße. Das kann man aber sicherlich noch mal übermalen. Ja, und guck mal, jetzt haben wir hier Blumen reingemacht. Ja, das ist Hannas Blumenvase. Die kennt ihr aus dem Vatertagsvideo. Und was soll das werden? Ein Vulkan. Weil der hat ein Loch in der Mitte. Ja, und das kann keine Vase mehr werden. Nee, weil wann haben wir keine? Wir haben aber gedacht, das könnte auch ein Kerzenständer sein. Ich habe bloß nicht... Ein Kerzenvulkanständer. Könnte auch sein, aber ich habe keine Kerze in der Größe. Und für ein Teelicht ist es wieder zu schmal. Müssen wir mal eine Kerze kaufen, ne? Und gucken, ob das passt. Yep. Oder habt ihr eine Idee, was man damit machen könnte? Ich hatte jetzt gedacht, wenn es ein Vulkan ist, dann können wir einen Wattebausch vielleicht oben rauf machen. Oder da können wir eine ganz kleine Geburtstagskerze und einen kleinen Geburtstagskuchen reinmachen. Und dann... Sieht das so aus wie ein Vulkan-Geburtstagskuchen. Kann man alles machen, ne? Ja. Aber ich finde, die Sachen hast du echt gut gemacht fürs erste Mal. Hat auch Spaß gemacht, ja, oder? Ich habe geguckt, bei BR-Spielwaren online gibt es das Set nicht mehr. Ich verlinke euch jetzt was Ähnliches. Ich habe nichts gefunden, was nur rein gute Bewertungen hat, also ohne Garantie. Weil unseres ist richtig gut. Das lief, stimmt's? Gut. Ja, aber ich finde das leider nicht mehr, außer bei eBay Kleinanzeigen. Wenn ihr da Color Go Töpfern eingebt, dann findet ihr genau diese Töpferscheibe. Aber ansonsten eben was Ähnliches von Amazon. Und die Blümchen da, die trinken jetzt ordentlich, ne? Ja, wir haben da was reingemacht. Ja. Ihr könnt uns ja mal schreiben, was ihr
daraus machen würdet, wofür ihr dieses kleine Schälchen mit dem Loch drin nutzen würdet. Ja. So, und nun verabschieden wir uns, oder? Ja. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen. Und bist du ein Rockstar? Ja. Ich habe sogar eine Gitarre schon. Dann passt das ja genau zu dir, ne? Dün, dün, dün.